Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Luigi Superstar Saga. Oh, da ist schon wieder was. Au, sieh an, das ist ein Stück der Sternmone. Super. Ich wollte sagen, wir sind nun hier im unterirdischen, lauschigen Wasser. Und was steht hier? Umleitung zur Lachlagune. Moment, was gibt's denn hier noch so? Das war doch da, wo ich beim letzten Mal versucht habe, hochzukommen, wo das nicht mehr geklappt hat. Ah, na, sieh mal an. Wir müssen hier Feuer unter Wasser machen. Und die Tür geht auf. Das war klar. Okay, gut. Dann schwimmen wir mal schnell zurück. Und wir schwimmen einfach da lang, weil da scheinbar die Blooper nicht hoch können. Und das ist ganz gut. Wow, das ist allerdings trotzdem noch sehr nah am Rest. So. Was passiert eigentlich, wenn die uns über Wasser treffen? Fallen wir dann die Stacheln einfach... Oh, das sind neue Gegner. Kämpfen wir gleich mal gegen die. Sieht aus wie ein Cheep-Cheep, ist aber in Wahrheit... Oh, das... Okay, Moment. Ein Pen-Polyp und ein Cheep-Cheep. Okay, das sind wirklich Cheep-Cheeps. So, dann springen wir erstmal auf die Cheep-Cheeps. Oh. Blöde Idee, nein. Ah, dumm. Okay, und der will schnell schwimmen. Okay, gut, das war noch einfach auszuweichen. Oh, jetzt ist er auch dick, das ist ja uncool. Der hat keine neue Pro-Attacke. Ich habe schon etwas länger nicht gespielt, da muss ich erstmal wieder gucken. Oh, die haben einen neuen Namen? Das muss ich dann noch gründen. Oh, ich dachte, er dreht sich nach Mario-Richtung und ich dachte... Naja, lassen wir das. Okay, Moment, wie heißt der Gegner? Pustecheep, süß. Gib mir doch mal einen Pilz an Luigi. Nom. Gut, und nun müsste der Cheep-Cheep wieder angreifen. Oh, und ich dachte, ich kann ihn wenigstens diesmal treffen, aber nein. Na, gut, jetzt bin ich echt extrem schlecht gerade. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Mach mal den Hammer auf den hinten. Bonk. Ach, schön. Ein Volltreffer. Sehr gut, sehr gut. So. Ah, das gibt es doch nicht. Was mache ich denn? Ich will den trotzdem als letztes erst angreifen. Nur um rauszufinden, was er dann... Oh, macht. Okay, gut, dann machen wir das jetzt mal. Hammer. 24 und wird er wach? Ja. Nee, doch, doch. Er wird wach. Und er wirft mit seinem Kissen. Okay, das kann man auf jeden Fall besser... Oh! Ausweichen wollte ich sagen. Okay. Oh nein, er lebt immer noch. So ein Müll. Und er greift den an, der das Ding geworfen hat. Also der, ich meine, der ihn getroffen hat, wie es aussieht. Ich mach mal eine Hand drauf. Wenn die sehen jetzt halt weinig. Ah, gut, okay. Oh. So, dann heilen wir uns jetzt mal lieber. Oh, ich glaube, ich erinnere mich an die Gegner. Hi. Okay, geil. So, an die müsste ich mich noch erinnern, an die kleinen Seesterne. Oh nein, das ist nicht wahr. Oh nein, das trifft natürlich ihn. Oh, die sind so niedlich mit ihrem Knutschmund, Mann. So, da mache ich jetzt mal einmal Schwungbrüder drauf. Ein Bussi, ein süßer Name. So, und dann müsste sich die Sache für den Bussi eigentlich noch ausgebusselt haben. Dam. Ja, gut, jetzt hätte mich jetzt gewundert, wenn der wirklich nach 114 Schaden noch steht. Und hier machen wir einfach mal Schlagbruder drauf. In der Hoffnung, dass ich das jetzt beim ersten Mal gleich hinkriege, dass der weg ist. Weil die sind ja extrem nervig. Der letzte lag zwar weit vorn, vielleicht war das darum so schlimm. Das war so dumm. Das war so unglaublich dumm gerade. Was zur Hölle? Ne, warte mal. Hand will ich noch testen, ob das sehr effektiv ist. Ne, ist es nicht. Aber es macht trotzdem... Ach ne, es war ein Volltreffer. Darum macht es so viel Schaden. Ja, Slow-Motion-Kissen, klar. Und einmal den Hammer drauf und Ende. So, hätten wir das. Level up? Nein, wäre auch zu schön gewesen. So, ein Cheep-Cheep ignorieren wir erstmal. Wow, der ist sehr aggressiv. Und hier möchte ich wissen, was drin ist. Eine Lachbohne? Das hat sich nicht gelohnt. Will ich gegen die kämpfen? Ich finde die Unterwasserkämpfe irgendwie blöd. Wow, da flog ein Herz. Ich fliege hier einfach weiter, wollte ich sagen. Also, wenn ich hier, mich hier klein mache, müsste ich da eigentlich durchpassen. Ich habe auch gar keine andere Auswahl. Dann, Mario, schwimm mal bitte durch. Warum ist dann... Ich meine, das ist doch schon an. Das muss ich noch ergründen. Aber das bringt doch auch alles nichts, Moment, ich übersehe irgendwas. Das da zum Beispiel. Und Feuer. So, jetzt müsste das jetzt frei sein, ja? Ja, okay. Es ist frei. Schön. Dann hole ich mir jetzt mal Luigi, weil der schneller schwimmen kann, glaube ich. Ja, es ist ein Trugschluss, glaube ich. Wie das aussieht, wie schwimmen denn die? Das ist doch kein Schwimmen. So. Das ist schon besser zu zweit. Und, ah nein, das ist die falsche Taste gewesen. Strom drauf. So, dadurch müsste die Tür jetzt theoretisch aufgehen. Wenn nicht, haben wir irgendwas falsch gemacht. Gut, sie geht auf.
Durch die Musik unter Wasser wird man total müde und trancemäßig. Es kann natürlich auch dran liegen, dass es gerade 23:30 ist, aber das wage ich zu bezweifeln. Die Lachlagune ist da oben. Komm ich da hoch? Ja. Da ist auch ein Speicherblock. Ja, dachte ich mir fast. Ich guck mal kurz noch nach, was da ist. Ich glaube, da kann ich auch beim besten Wind noch nicht lang. Okay. Na, dann machen wir mal hoch. Weil jetzt kommt ein ziemlich cooler Ort, der definitiv auch besser ist als dieser. Vor allem, was ist das denn für eine Sternbohne? Also ich meine, für ein Bruchstück. Das schwimmt nicht nur durch den gesamten Ozean, das kommt auch noch aus der Röhre oben raus. So, okay, wie sieht's hier aus? Oha. Oha, das ist groß. Oh ne, so ein blöder Block. Aber das müsste noch gut sein. Das ist ja kein Random-Block. Da weiß ich, welche Tasten ich drücken muss. Macht wirklich Sinn. So, mal sehen, ob ich heute wieder Links-Rechts-Schwäche habe. Und nicht das auseinanderhalten kann, ihr wisst schon. Oh, die sind komisch. Schon gehört, gnädigste Eingericht über Prinz Marmel. Ja, ich weiß, man sagt doch, er soll jetzt auf Reisen sein, auf der Suche nach irgendetwas. So ein Prinz hat's schon schwer. Ob er auch bei uns vorbeikommt? Ah, okay, das klingt schon sehr hart, also, puh. Wir gehen... Oh, ich bräuchte hier schon andere... halt. Jetzt muss ich erstmal schauen. Erstmal mache ich das. Dann gehe ich hier rein... Und habe hier unten die 8. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich jetzt hier raus... Warte mal, wo war denn das hier? Wo war denn... Ach, am Strand, okay. Moment. Weil mich würde jetzt interessieren, ob ich jetzt an den anderen Hammer komme. Schon. Ich wage es zwar zu bezweifeln... Was ist denn hier? Oh, das sieht interessant aus. Lass uns mal bitte hier nachschauen, was das macht. Das ist ja interessant. Oh. Oho, oho, oho. Okay, schwingen wir mal rüber. Gucken mal, was hier ist. Ach nee, ach das ist... War ich hier schon auf der anderen Seite? Ich glaube, ich war da schon mal. Auf jeden Fall scheint das jetzt der Rückweg zu sein. Wo war denn das mit dem Hammer? War das gleich hier irgendwo? Oh nee, Lakito Mist. Gedöns. Kram. Aber ja, klar, Lakito Mist, Gedöns, Kram ist ja bei den Hammerbrüdern. Hammerbrüdern. Ach, bei Klong und Zabong. Ihr wisst schon, was ich meine. So, schauen wir doch mal bei denen Autsch. Auf den Kopf. Schauen wir doch mal bei denen vorbei, wollte ich sagen. Die sind eh kein Problem. Ein bisschen geschenkte Erfahrung schadet ja auch nicht. Einmal kaputt. Zwei Brüderpunkte. Oh, das ist eigentlich ganz nett. Da können wir sogar ein paar Brüderpunkte auffrischen. Und einmal kaputt. Und ein bisschen Erfahrung. Bringt wahrscheinlich eh nie ein Level ab. Aber besser als nichts. So, und jetzt gehen wir mal schnell hier runter in die Höhle. In der Hoffnung, dass jetzt diese Wartezeit vorbei ist und wir jetzt schon die neuen Hämmer bekommen. Das wäre jetzt extrem cool. Und? Nein. Oh, das ist doch doof. Ihr seid blöd. Es ist jetzt schon um einiges später und ihr habt nichts für uns. Das ist gemein. So. Dann ignorieren wir die zwei eben. Der holt schon wieder einen Lakito raus. Das hat man... klar, einen Lakito. Der holt einen Pixbini raus, wollte ich sagen. Und ich habe schon wieder vergessen, wie die vor allem hießen. Die hießen nicht Lakitos, die Teile da. Ah, Haken schlagen. Und rein. Okay, wir haben es geschafft. Super. So, die Röhre war irgendwo hier unten. Wo sind die? Hier ist sie. Wow! Bösartige Bob-Oms. Achso. Yep. Und rein. Schön, hätten wir das auch geklärt. So, dann gehen wir mal wieder zur 8. Und schauen uns weiter um. Da können wir ja leider nicht hin. Doof. Was gibt's denn hier? Ah, oh, das hat sich ja schon wieder gelohnt. Ist hier ein Block? Nee. Toll! Das läuft total super gerade. Dann hätten wir jetzt schon mal die... Wow! Hey, ihr Platz da! Oh, das ist ein Mädel. Okay, Entschuldigung, dann spricht die spricht ab jetzt so. Die neuesten Nachrichten! Ein unglaubliches Gerücht! Ich hab was aufgeschnappt! Ich hab gehört, die Flut hat eine strahlende Bohne angeschwemmt. Hat die nicht der alte Pakuri aufgesammelt? Ich hab da sowas gehört. Kann sein, er hat mit dieser Bohne seine Schale geschmückt. Und jetzt sieht er aus wie ein Weihnachtsbaum. Was? Ist ja nicht möglich. Wollen wir nicht hingehen und es uns ansehen? Tolle Idee, gehen wir. Oh mein Gott, was sind das überhaupt? Hey, ihr, wenn ihr da rumsteht, bekommt ihr einen Sonnenbrand. Ja. Wir graben da mal unser Gesicht wieder aus dem Sand. Und gucken einfach mal hin, was die da so wollen. Ach, ich erinnere mich noch dran, das ist so cool. Entspannungsraum der Medusa-Schwestern. So, das ist sowieso jetzt extrem wichtig. Können wir da schon rein? Ich lasse den Block erstmal kurz. Macht ihr das schon für uns? Hä, ist hier nicht gerade woanders hin, was soll's? Willkommen im Entspannungsraum für müde Körper und Seelen. Gönnt euch die sanfte Massage der Wunderhandschwestern. Für nur 100 Münzen bestellen wir euch eine angenehme Zeit.
Herr Spelter macht es 200 Münzen. Na, interessiert? Lächs. Gut, ich bekomme 200 Münzen. Im Voraus, versteht sich. Das ist aber cool, dass man wirklich richtig bezahlt. Ich meine, man schmeißt den anderen die Münzen immer auf den Kopf, aber man macht es wenigstens. Dann wartet bitte auf den Sofas im Zimmer nebenan. Okay, das ist jetzt super. Das ist nämlich richtig gut. Zufälligerweise sind die Sitze sogar schon gefärbt. So wie die auch. Und das ist eigentlich der größte Hinweis, was wir jetzt wohl hier bekommen könnten. Na dann, hi. Willkommen, ich bin Ellen. Meine Aufgabe ist es, euch zu erquicken. Und ich bin ganz hier. Das ist auch meine Aufgabe. Offensichtlich sind deine Hände ziemlich erschöpft. Die Bilder im Hintergrund sind süß. Und offensichtlich sind auch deine Hände ziemlich erschöpft. Dann werden wir euch mal ganz zart mit unseren Wunderhänden massieren. Oh yeah. Oh was? Du verfügst ja über die Macht der Feuerhand. Wow. Geil. Oh du. Du hast doch die Macht der Donnerhand. Die Reaktion ist so geil. Ihr seid wohl keine gewöhnlichen Reisenden, oder? Oh, darum bin ich gleich so geschockt und pixel hin und her. Ach nein, die zittern wirklich so. Wie aufgeregt. Hände wie diese verdienen eine ganz besondere Behandlung. Oh ja, was man mit der Macht eurer Hände nicht alles in den Griff bekommen kann. Nun, eine Massage braucht einen Typen wie ihr jedenfalls nicht. Wir werden euch lieber zeigen, was ihr sonst noch mit euren Händen anstellen könnt. Nun, was meint ihr? Ja, prima, klar. Aber natürlich, wir fangen sofort an. Wir werden euch jetzt umwerfende Handtechniken vorführen. Wer nicht zuhört, der wird gemaßregelt. Jung. Jung. Da bleiben sie ganz ruhig sitzen, dass sie auf einmal runterfallen. Aber wenn die Hand brennt, was sie ja gewohnt sind, da erschrecken sie. Zuerst du, Grünling. Drücke L, um die Macht der Hand auszuwählen. Das dauert wieder ewig. Thunder. Ach, ich mag das. Das ist echt cool. Lade die Donnerkraft des Drücken von B auf. Sieht aus. Sammle die Kraft, bis du das Maximum erreicht hast. Und dann kannst du B loslassen. Halt deinen Vordermann auf diese Weise elektrisiert. Dann könnt ihr euch durch Drücken des Steuerkreuzes in dieselbe Richtung bewegen. Das brauchen wir tatsächlich und das ist noch wichtig. Im Rücken muss er es spüren, bis er hin und weg ist. Der Strom muss ihm wild durchströmen. Yeah, wild! Verwende diese Technik, um Dinge mit dem Rücken zu schieben oder um seitwärts zu gehen. Und jetzt wollen wir sehen, wie das in der Praxis läuft. Luigi, press deinen Rücken gegen mich. Komm, zeig's mir! Hä? Ja, was lassen wir das? Drück 2 ist gerade gegen Mario, aber was soll's. So, und jetzt können wir hier auch seitwärts laufen. Das mag Mario nicht gefallen, aber das ist mir egal. So. Was? Schieb ich mir den Rücken an die Wand? Ach so. Oh, dumm. Hat sie das vorhin schon gesagt? Quetsch. Oh ja, ja, genau so. Du bist ein Spezialist, was? Ja, wenn man die Aufgabe richtig liest, ja. Jetzt bist du dran, roter Mann. Tausch die Position mit Start. Bing. Drücke L, um die Macht der Hand auszuwählen. Fire. Ich mag das, ist so cool. Sammle durch Drücken von B die Feuerkraft. Das sieht auch so extrem intelligent aus. Steigere die Kraft bis zum Gipfelpunkt. Wenn du glaubst abzuheben, dann kannst du B loslassen. Oh ja! Jetzt musst du die Eisenkugel wegschieben, ja? Ah, das muss ich natürlich gleich zweimal performen. Okay. Massiere den Rücken kräftig mit feurigem Eifer. Er muss förmlich die lodernden Flammen spüren, was er wahrscheinlich auch tun wird. Mit dieser Technik rennst du wie von der Tarantel gestochen und kannst umstoßen, was im Weg steht. Und es steht ja einiges im Weg. Groß, gelb und mit einem grünen Panzer. Dann wollen wir mal mit der Übung beginnen. Okay. Ja, wir haben es doch nun schon mal gesehen. Ja, schieb die Kugel weg, ja? Ja. Sportet gegen diese Kugel. Los, mit Kraft. Ja, wir machen ja schon. Und die Hand. Armer Luigi. Bonk. Fein. Oh gut, ja, super. Du bist ein Experte, was? Natürlich. Und hier endet unsere kleine Nachhilfestunde. Oh, Ellen. Ich glaube, wir haben eine Kleinigkeit vergessen. Ja, jetzt wo du es sagst.
Genau, genau. Wollt ihr den Sprung beenden, wechselt ihr die Richtung, in die ihr euch bewegt. Dafür benutzt ihr das Steuerkreuz oder ihr drückt ganz einfach A. Jetzt haben wir euch aber wirklich alles erklärt. Und jetzt werden wir euch um einen kleinen Gefallen bitten. Auch das noch. Genau. Nutzt die neuen Techniken, um uns die zwei Perlbohnen aus dieser Höhle zu bringen. Eure Macht ist viel, viel größer als unsere. Deshalb könnt ihr die zwei Perlbohnen suchen und finden. Und wenn ihr nicht wollt, dann zahlt ihr unserem Unterricht 100.000 Münzen. Los, her mit der Kohle. Los, husch, husch. Bringt uns die zwei Perlbohnen. Vorwärts. Ja, das waren... Okay, das ist... Ja, wir fahren einfach wieder hoch. Nein, klappt nicht. Schade. Okay, dann müssen wir jetzt wohl hier durch diesen komischen Dungeon gehen, der ganz rein zufällig genauso aussieht, wie als ob wir die Aufgaben bräuchten. Was steht hier? Nach Lagune rätselhafter Items Teil 1, Buhu-Statue. Dies ist eine herrliche Statue, die einen schüchternen Geist, einen Buhu, darstellt. Die Statue ist zwar schön, doch wenn man sie ansieht, dann verschwindet sie einfach. Woher will man dann wissen, dass sie schön ist? Man kann sie weder sehen noch berühren. Eine mysteriöse Statue. Was machen wir da nur? Oh. Nein, das machen wir nicht. Was kann ich denn eigentlich pritzeln? Nee, kann ich nicht. Das kann ich auch nicht. Okay, ich wollte nur gucken, ob das funktioniert. So, dann müssen wir sie wohl, obwohl wir sie nicht berühren können, mit dem Rücken wegschieben. So viel zu nicht berühren. Klack. Und schon ist es da. So, jetzt müssen wir zur ersten Perlbohne eigentlich schon kommen. Ja, zumindest nachdem wir die Aufgabe nochmal gemacht haben. Obwohl ich finde, dass einmal auch gereicht hätte. So, ich glaube, hier bekommen wir, würde ich mal sagen, die grüne. Oh, was ist das denn? Bekanntmachung. Schwere Sicherheitsmängel an den Rollbalken, die unsere Sicherheit dienen. Zwei Personen können leicht im Seitwärtsgang durch die Lücken zwischen den Balken schlüpfen. Zum Schutz der Perlbohnen sind Verbesserungen unumgänglich. Ja, dann laufen wir mal hier durch. Und freuen uns. So, hätten wir es auch geschafft. Kommt das jetzt nochmal? Nein, da ist schon die erste Perlbohne. Du hast die grüne Perlbohne. So, jetzt freut sich bestimmt schon die erste, ja. Oh, wie reizend, wie hübsch. Eine grüne Perlbohne. Und jetzt bring schnell die rote Perlbohne. Los, macht voran. Da ist wohl jemand eifersüchtig. Oh, wie sie uns hinterher gucken. Mann. Was ist das? Nee. Schön. So, was müssen wir hier machen? Ah ja, da müssen wir den armen Tropf hier umrennen. Klack. Was passiert jetzt eigentlich mit dir? Ich bin geplättet. Ach nein, ich bin geplättet. Ihr seid ein ungewöhnliches Paar. Und das Renngeräusch kam. Das Renngeräusch hat gar nicht aufgehört, bis ich wieder neu angefangen habe. Das ist irgendwie dumm. Ich bin geplättet. Ihr seid ein ungewöhnliches Paar, ja, geweckt. Ja, gut, okay. Es hört also immer auf. Und hier müssen wir schnell durchrennen. Schwere Sicherheitsmängel in den Rollbalken von unserer Zeit dienen. Man kann das System umgehen, wenn man schnell genug durch die Lücken zwischen den Balken passiert. Zum Schutz der Perlbohnen sind Verbesserungen unumgänglich. Okay, gut. So. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Aha, anscheinend hat das funktioniert. Danke, Perlbohne. Du erhältst die rote Perlbohne. Na, wenn die Mädels da jetzt nicht explodieren. Oh, wie hübsch, wie reizend. Eine rote Perlbohne. Rot wert. Genau, das habe ich mir gewünscht. Ach, süß. So, und dann dürfen wir auch wieder nach oben. Cool. Wo sind die Schwestern jetzt hin? Weg. Was sagst du mir so? Helen und Gans, hier waren wir der Perlbohnen ganz aus dem Häuschen. Nun schlummern sie tief und fest. Der Entspannungsraum muss daher für eine Weile geschlossen bleiben. Was sagst du mir überhaupt? Jeder, ihr habt es doch auf Helen und Gans hier abgesehen. Das heißt natürlich doch nicht etwa Eleganz hier oder so. Oh, Moment. Ich sehe gerade. Aber ich werde wahrscheinlich... Ach, das ist egal, ich gehe jetzt einfach hier lang. Ich sehe gerade, dass wir schon eine ganze Weile aufgenommen haben. Und darum werde ich jetzt einfach mal an das Speicherbuch springen und beenden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal in der Lachlagune bei der kreuzförmigen Küste. Und bis dahin, viel Spaß, euer Elik. Bye!